Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Arrow zum Thema ExtraHop. Ja, es geht um die ExtraHop-Plattform und die hilft eben, Anomalien in Netzwerken aufzuzeigen. Wir werden das in einem dreistufigen Konzept vorstellen. Heute starten wir mit dem Thema Use Cases Threat Detection. Zudem möchte ich recht herzlich den Richard Wienecke von der ExtraHop begrüßen. Der uns in den nächsten 25 bis 30 Minuten entsprechend durchgeleiten wird. Ja, Richard, dann darf ich dir den Präsentermod übergeben und wir sind schon sehr gespannt auf deine Ausführungen. Fragen bitte wie immer über das Chat oder über das Fragefenster. Wir nehmen unser Webinar selbstverständlich wie immer auf und posten es auf unserem YouTube-Kanal. Bitte schön, Richard. Muted. Genau, jetzt funktioniert es. Ich habe schon probiert, jetzt funktioniert's. Aufzuklicken. Genau. Sehr gut, vielen Dank, Rainer, für die freundlichen, einleitenden Worte. Ich starte jetzt hier meine Bildschirmpräsentation und freue mich darauf, Ihnen jetzt in den nächsten 30 Minuten mehr zum Thema ExtraHop und dem Thema Network Detection and Response aufzuzeigen. Wir würden gerne in den nächsten kommenden Monaten vielleicht drei solche Präsentationen halten. Zum einen zum Thema Threat Detection, das machen wir eben heute. Das zweite ist dann Visibility und Hygiene und das dritte wäre eben dann Incident Response und Forensik. Ganz kurz zu meiner Person, Richard Wienecke bei ExtraHop. Mein Kollege Helmut Deuter, der für sich zuständig im Partnermanagement. Wir zwei stehen Ihnen jederzeit für Fragen und Antworten gerne zur Verfügung, kommen auch gerne zu Ihnen ins Haus und bei Bedarf schicken wir Ihnen auch gerne die Unterlagen zu, die Sie heute sehen und natürlich darüber hinaus alles, was Ihnen hilft, das Produkt beim Kunden besser zu positionieren. Ja, die erste Frage, wer ist ExtraHop? In Europa relativ unbekannter Brand. ExtraHop kommt aus Nordamerika, ist beheimatet in Seattle. Dort arbeiten knapp 400 Mitarbeiter von uns. Also das Unternehmen hat jetzt weltweit 570 Mitarbeiter. Dieses Jahr sollen noch weitere 150 Mitarbeiter eingestellt werden. Das liegt daran, dass es ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen ist in den letzten zweieinhalb Jahren, kann man sagen. ExtraHop ist seit 2007 in Seattle beheimatet und hat halt ein schönes Wachstum die letzten Jahre hingelegt. Wir haben jetzt knapp 800 Kunden, 5000 Installationen weltweit. Sie sehen unten links ein paar Namen aufgelistet, auch eine T-Mobile in Nordamerika ist Kunde, Daimler ist in Nordamerika Kunde, McDonald's, Apple, wie auch immer. Wir haben es geschafft, im Magic Quadranten für Network Performance Monitoring und Diagnostik nach rechts oben zu wandern. Das spricht also für die Reputation des Unternehmens und aktuell sind wir dabei für das Thema Network Detection and Response einen neuen Gartner-Quadranten mithilfe unserer Marktbegleiter zu entwickeln. Aktuell gibt es von Gartner einen Market Guide zum Thema Network Traffic Analysis. Auch diese beiden Dokumente können Sie über die Arrow oder über uns direkt als PDF bekommen. Ja, jetzt kurz mal, um Sie heranzuführen an das Thema Threat Detection, wie das mit ExtraHop funktioniert. Dazu zwei, drei Hintergrundfolien. So soll also die Welt abgebildet sein, wie Sie es beim Kunden vorfinden. Das heißt, die Oberfläche vergrößert sich, seine Produktionsstandorte kommen mit dazu, IoT-Devices kommen mit rein ins Netz, er geht Richtung Cloud, die Bandbreiten erhöhen sich, der Durchsatz im Netzwerk erhöht sich von Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte und es ist immer mehr Netzwerkverkehr da, immer mehr Kommunikationswege und man versucht natürlich jetzt möglichst viel Informationen auszuwerten, zu sehen. Heutzutage ist man mehr in einem reaktiven Modus und hat eine ganze Menge Tools im Einsatz.
im weltweiten Durchschnitt 7 bis 8 Tools pro Mitarbeiter. Die müssen gemaintained werden, die Leute müssen geschult werden, muss immer up to date sein. Und mit der Extra-Plattform haben Sie die Möglichkeit, 2 große Bereiche zusammenzuführen. Das eine ist das Thema Monitoring, Performance Monitoring nennen wir es. Und das andere Thema ist eben Detection and Response. Ja, das soll ich kurz darstellen und vielleicht auch hier den Bezug zu den aktuellen Meldungen in der Presse, also zum Thema Data Exfiltration. Daten kommen ins Internet, werden abgezogen, obwohl die Kunden sehr starke Firewall-Systeme Einsatz haben, 2-stufiges, teilweise 3-stufiges Firewall-System, IDS, IPS-Systeme. Sie haben am Endpoint entsprechende Tools im Einsatz, SIEM-Systeme, versuchen alle Logfiles zu korrelieren, auszuwerten, aufzuzeigen und trotzdem passiert so etwas. Deswegen hier ein komplett neuer Ansatz. Wir konzentrieren uns hier unten auf den Bereich East-West Visibility, also alles, was sich quasi im Netzwerk des Kunden befindet. Und das weitreichend nach links ja, abgebildet, seine ganzen Standorte weltweit und rechts alles, was er Richtung Cloud an Netzwerkkommunikation hat, eben das permanent zu analysieren und ihn dann aufgrund von Detections dann anzuzeigen, was hier passiert mit allen Informationen dazu. Weltweit schätzt man, dass ein SIEM inklusive einem EDR-System ungefähr 30% Sichtbarkeit bringt in seinem Netzwerk und der Rest ist aktuell Dark Space und hier hilft eben eine solche Lösung im Bereich Network Detection and Response. Hier auch nochmal mit einer anderen Folie dargestellt. Sie sehen hier also links oben, wir analysieren alle unstrukturierten Datenpakete. Das heißt, wir sind ein passives System im Netz des Kunden. Wir holen uns die ganzen Pakete, greifen die ab, entweder am Core Switch, also Mirror Port oder Span Port, oder der Kunde hat schon eine Tap Engine im Einsatz, im Packet Broker, also so, dass wir die Duplikate der Pakete bekommen. Dann strukturieren wir diese Pakete, schieben das über unsere Metriken hinüber und das Machine Learning, also es ist wirklich reine Mathematik, zeigt Ihnen dann auf, was gerade in Ihrem Netzwerk passiert. Wir machen komplettes Auto-Discovery, wir zeigen alle Devices auf, zeigen neue Devices auf, zeigen alle Kommunikationswege an, analysieren alle Protokolle im Netz des Kunden und zeigen Ihnen auf, welche neuen Kommunikationswege da sind und führen den Kunden dann dorthin. Hier, bevor wir anfangen mit der Live-Demo, ganz kurz noch zum Aufbau der ExtraHub-Plattform, also auf der linken Seite, hier nochmal stark vereinfacht, das Szenario beim Kunden. In der Regel hat er seine wichtigen Assets im Datacenter, teilweise natürlich auch in den Remote-Sites oder in der Cloud. Und was wir hier benötigen, ist quasi hier diese Daten in die ExtraHub-Plattform rein, sogenannte Data-Feed. Und diesen Data-Feed werten wir dann aus in Echtzeit im Arbeitsspeicher. Wir analysieren quasi jedes einzelne Paket von Layer 2 bis Layer 7, schauen uns die Kommunikationswege an und stellen den Kontext dazu hier. Wer ist Server, wer ist Client, welches Protokoll wird gesprochen und schauen in das Protokoll rein. Aha, das ist ein Datenbankpaket. Was passiert mit diesem Datenbankpaket? Ist das ein Select-Befehl, ist das ein Grant-Befehl, was auch immer? Und werten das aus und über Machine Learning entsprechend wird es dann bewertet und dem Kunden dann angezeigt oder Ihnen als Partner, wenn Sie das managen, für den Kunden, was hier passiert. Eine wichtige Sache ist natürlich jetzt hier das Thema Decryption. Das heißt, um diesen Traffic intern komplett zu analysieren, ist es ein wichtiger Punkt, auch quasi den verschlüsselten Traffic anzuzeigen. Und hier passiert diese Decryption auch bei uns in der Plattform. Und das ist ja, wo wir herkommen, das Thema Auto-Discovery. Das heißt, hier wird automatisch vom System ein Learning und ein Discovery-Prozess gestartet, sodass neue Devices erkannt werden und wenn sich irgendwas verändert im Netz. Das Ganze kann dann quasi gespeichert werden. Also das heißt, die Pakete kommen rein, werden in Echtzeit im Arbeitsspeicher analysiert und die Metadaten werden dann abgelegt, sodass ich also innerhalb von 30 Tagen mich bewegen kann und sehe, wie hat sich der Angreifer verhalten, wie hat sich bestimmter Data Exfiltration oder was auch immer, diese Threat Detection bewertet. Und ich kann dann die einzelnen Pakete auch noch speichern. Das ist eine Option, dieses Continuous Packet Capture.
Also wenn ich genügend Speicherplatz zur Verfügung stelle, kann ich auch wirklich die Rohdaten der Pakete speichern. Und das Ganze werte ich dann aus in der GUI. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich zeige Ihnen das gleich, die Live-Demo. Was hier unten noch aufgeführt sind, sind so ein paar USPs von der Lösung. Dadurch, dass wir schon seit 2007 mit dem System unterwegs sind, können wir unglaublich viele Protokolle analysieren und jedes einzelne Paket über 5000 Metriken drauf schieben. Wir machen die Entschlüsselung und wir können aufgrund unserer Technologie, dadurch, dass wir es im Arbeitsspeicher auswerten und bearbeiten, bis zu 100 Gigabit pro Sekunde in einer Appliance analysieren. Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Szenario. Sie haben es ja gesehen, also wir können das Ganze als Hardware-Plattform zur Verfügung stellen. Wir können das Ganze als virtuelle Appliance zur Verfügung stellen, zum Beispiel auf den Remote Offices. Oder wir können das Ganze auch in der Cloud darstellen. Es gibt dann eine zentrale Command-Appliance, wo Sie quasi dann alle Informationen zentral sehen und das Ganze auch ausrollen können. Okay. Jetzt an der Stelle unterbreche ich jetzt mal die Präsentation und möchte Ihnen gerne das Produkt live zeigen. Dazu gehe ich in meinen Browser. Sie sehen das jetzt so und starte jetzt bei mir hier die Online-Demo. Das ist auch etwas, was Sie und Ihre Kollegen und auch die Kunden machen können. Es gibt auf der ExtraHop-Plattform rechts oben quasi diesen Knopf Start Demo. Und dann werden Sie hier aufgefordert, ein paar Informationen zu hinterlegen, die speichert er auch im Cookie, so wie jetzt bei mir, sodass ich nicht jedes Mal das neu eingeben muss und starte dann die Demo. Und hier sind, also das ist genau das Demo-Environment, mit dem wir auch arbeiten. Hier hätte ich jetzt zwei Guided Tours, also einmal, wo mich quasi hier die Oberfläche mal über so eine Live-Attack führt, also wie bewerte ich das, auf welche Knöpfe muss ich klicken, wie kriege ich die Informationen angezeigt und das gleiche zum Thema Data Exfiltration, auf das wir uns jetzt hier in dem Fallbeispiel konzentrieren. So, ganz kurz zur Oberfläche, was sehe ich jetzt hier? Also Sie können sich vorstellen, das ist jetzt ein Netzwerk, nehmen wir mal ein größeres her, wo vielleicht 100 Gigabit im Backbone passieren, wo ungefähr 5000 Arbeitsplätze da sind. Und was er jetzt hier automatisch zeigt, sind quasi die Detections, die er jetzt gefunden hat. Dann hier meine kritischen Devices, also meine Assets, die ich hier haben wir ja so 5 oder 12 Detections. Die schaue ich mir jetzt gleich mal mit Ihnen gemeinsam an. Und dann hier so ein Risk-Score. Auf der linken Seite sehe ich jetzt quasi diese Einordnung in dieser berühmten Kill Chain, also was wurde bewertet als Reconnaissance, wo sind Exploits ausgeführt worden, hier bewegt sich einer im Netz von links nach rechts, Lateral Movement, und hier sind schon Actions da, also hier sind schon Kryptominer entdeckt worden, 6 Stück, hier passiert gerade eine Data Exfiltration 2-mal und hier sind auf 4 Devices Ransomware detected worden. Dann sehe ich jetzt hier durch die Analyse der Plattform, welche Art von Devices habe ich bei mir im Netz hängen, also meine File-Server, PCs, VPN-Gateways, meine IoT-Geräte, meine IP-Kameras, meine Voice-over-IP-Telefone, all diese Informationen bekomme ich hier angezeigt und sehe dann hier schon, welche Detections hier hinterlegt sind, wie viele Detections ich habe und was das Machine Learning schon an Bewertungsstufe hinterlegt, also diesen Severity Score, und kann mir das dann genauer anschauen. Und hier sehe ich auch nochmal diese Top Detections, die er hier aufzeigt. Das Ganze kann ich dann auch aus Netzwerksicht sehen. Wenn ich hier draufklicke, bekomme ich jetzt hier eine Sichtweise aufgrund der Protokolle, die gesprochen werden, in mein Netzwerk rein. Gehe jetzt mal hier auf CIFS-Aktivitäten und würde jetzt hier zum Beispiel Suspicious TCP/IP-Connection sehen. Könnte ich hier draufklicken. Also da hatte ich hier quasi einen Peak zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr. Und hier ist auch schon die rote Lampe angegangen. Das heißt, hier wurde remote aus Russland auf eines meiner Geräte zugegriffen. Und was natürlich jetzt zu höchsten Alarm bei mir anzeigt, ist hier ein Accounting-Laptop, also jemand bei uns aus der Buchhaltung, sein Account-Arbeitsplatz ist hier aufgelistet als Detection. Also das ist hier diese Sichtweise. Und dann könnte ich noch eine Perimeter-Sichtweise setzen. Das heißt, wenn hier Data Exfiltrations erkannt worden sind, dann würde ich hier sehen,
die Command-and-Control-Verbindungen. Ich sehe, wie viele Daten schon vielleicht nach außen gewandert sind und könnte das hier investigativ dann starten. Ja, zurückzukommen zu unserem Beispiel, das ich Ihnen heute zeigen möchte, Threat Detection. Dazu gehe ich jetzt hier eben auf diesen Button Assets with Detection. Ich kann mir selber eine eigene Asset-Gruppe bilden, also von hochsensiblen Hosts und PCs, Devices, die ich permanent überwacht haben möchte. Und sobald hier irgendwelche Anomalien auftauchen, möchte ich gerne davon informiert werden. Und das zeigt er mir jetzt hier entsprechend an. Wir wollten uns hier mal auf diesen Account-Laptop konzentrieren. Also ich sehe hier sechs Vorfälle. Gehe also hier auf diesen Account-Laptop und sehe jetzt hier entsprechend eine Data-Exfiltration, die hier passiert ist. Ich sehe jetzt quasi hier die rote Kamera. Kann hier mal draufklicken. Das ist also hier ein Threat Intelligent Feed. Hier ist also schon was Bekanntes entsprechend. Also Malware, Watchlist hat hier angeschlagen, bekomme schon mehr Informationen dazu. Ich sehe hier entsprechend jetzt, was hier genau passiert ist. Also hier diesen Snapshot. Hier wurde bisher erwartet, Expected Value, dass hier nichts nach außen geht. Und hier sind über 1,1 Gigabyte an Daten rausgegangen. Und jetzt hier könnte ich jetzt hier auch die entsprechenden Informationen dazu sehen. Was hier eben jetzt mit einem Klick passieren kann, klicke hier mal drauf auf diese Data Exfiltration für meinen Account-Laptop, dass ich jetzt hier entsprechend in der Timeline sehe, wie kam es zu dieser Data Exfiltration, also wie hat er sich quasi zu meinem Account-Arbeitsplatz dort oder Account-Laptop hin positioniert und was ist danach passiert. Also hier sind also SMB-CIFS, Client-File-Reads passiert, hier ist eine Bootforce-Attacke detected worden, also ich bekomme hier alle Hintergrundinformationen dargestellt. Upp, Entschuldigung, jetzt bin ich da mit meiner Maus. Ist gegangen und ich bekomme hier alle Hintergrundinformationen zu dieser Attacke angezeigt. Also das ist hier auch ein ganz großer Vorteil der Lösungen, dass ich eben da nicht alleine gelassen werde mit einer Detection, sondern dass ich alle Hintergrundinformationen zu dieser Detection angezeigt bekomme, sogar mit dem Link zu den entsprechenden Frameworks. Also hier in dem Fall sind jetzt hier als Referenz das MITRE ATT&CK Framework hinterlegt worden. Und kann jetzt hier beispielsweise draufklicken und bekomme automatisch den Hintergrundinformationen innerhalb des MITRE ATT&CK Frameworks. Das gleiche bieten wir auch an mit den CIFS-Controls und dem NIST-Framework, sodass ich also hier genau recherchieren kann, welche Art von Angriff, welche Art von Command-and-Control-Channel hier aufgebaut worden ist und welche Systeme sind davon betroffen. Wie kann ich hier investigativ weiter fortschreiten? Welche Gruppen arbeiten eigentlich mit solchen Angriffsvektoren? All diese Hintergrundinformationen bekomme ich hier angezeigt. Und hier sind auch die Mitigation Options, also was sollte ich jetzt hier weiter vorgehen, um das weiter zu untersuchen? Ja, und das Ganze kann ich dann eben hier auch übergeben in ein Ticketsystem. Das ist eben der große Vorteil der Revel X-Lösung. Also vielleicht nochmal kurz der Namensgebung. ExtraHop ist der Unternehmensname. Revel X ist der Produktname. Und hier habe ich eben drei in einem automatisierten Workflow. Zum einen habe ich eben dieses automatische Erkennen aller meiner Assets. Also klicke ich jetzt hier nochmal drauf, damit Sie das sehen. Also was befindet sich alles in meinem Netzwerk, abhängig vom Datafeed, den die ExtraHop-Plattform bekommt. Und das Ganze wird dann klassifiziert, wird dargestellt. Ich kann jetzt hier einstellen, was davon sind meine wichtigen Assets, was möchte ich gerne in so einer Watchlist permanent kontrolliert haben. Dann eben das ganze Thema, was passiert mit diesem verschlüsselten Traffic, der zwischen den Kommunikationswegen stattfindet, der wird bei uns automatisch entschlüsselt. Und dann habe ich das Machine Learning, das mir dabei hilft, diese False Positives massiv zu reduzieren, sondern dass ich eben im Zusammenhang diese Informationen angezeigt bekomme. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe auf den Overview, klicke jetzt hier nochmal auf beispielsweise auf eine Schwachstelle, die hier ausgenutzt worden ist
einen Drupal-Device, also Drupal-Webserver. Da bekomme ich jetzt hier auch wieder die Informationen zu sehen, von wem kam das, die DNS-Auflösung, also hier auch wieder eine IP-Adresse aus Russland, bekomme hier wieder diesen TI-Feed angezeigt. Ich sehe, welcher Server bei mir im Netz quasi davon betroffen ist, welche Hardware-Plattform, was für ein Betriebssystem, was für ein Webserver. Ich kann mir auch die Kommunikationswege dazu anschauen, kann ich auf diese Activity-Map draufklicken und bekomme hier die ganzen Kommunikationswege angezeigt, die mein Webserver hat und kann hier entsprechend filtern, welche Daten sind wohin gegangen. Ich kann mir die Connections anschauen, die TCP-Turns. Zurück. Und das, was mir eben hilft bei der Untersuchung, bei diesem Investigation, dass ich hier eben alle Steps, die quasi zu diesem Ausbruch im Vorfeld passiert ist, bis hin, was dann weiter passiert ist. Also ich sehe jetzt hier, der Angreifer hat sich quasi hat sich vorgetastet zu diesem Drupal-Webserver, hat dann hier ein Exploit ausgeführt und hat dann die Vertrauensstellung des Webservers in meinem Netz verwendet, um von dort aus dann weitere Angriffe zu fahren. Das bekomme ich hier alles in dieser Timeline angezeigt, kann hier wieder draufklicken und bekomme dazu alle weiteren Informationen angezeigt, welche Systeme dann noch infected worden sind, was hat der Angreifer noch alles in meinem Netz gemacht. Und bekomme hier dazu wieder alle Hintergrundinformationen und kann mich darauf konzentrieren, hier investigativ weiter vorzugehen und zu bearbeiten und bekomme hier auch wieder die Links quasi in die externen Frameworks, um weiter mehr Informationen zu holen. Ja, das war jetzt mal ganz kurz, um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln. Sie sind herzlich eingeladen, da auf unserer Homepage diese Live-Demo zu starten und auch gerne auch diese Tour mitzumachen. Also Sie können dann hier eben entscheiden, ob Sie mal so eine Live-Attacke mit der Oberfläche beobachten wollen oder eben so eine Data-Exfiltration, die Sie jetzt zum Teil gesehen haben, um das einfach nochmal Step für Step mit der Oberfläche durchzuspielen. Ich würde jetzt gerne wieder zurückgehen auf meine PowerPoint-Präsentation. Ja, und hier nochmal die Vorteile des Produktes für den Kunden darzustellen. Also ich habe hier eben eine Cyber-Analytic-Plattform, die mir die Daten zum einen für das Network Operating Team gibt, also wie performant sind meine Applikationen, passt das mit der Authentisierung, wie stark sind die Verschlüsselungen in meinem Netz, und ich habe diese ganze Security-Sichtweise auf die Daten. Sind hier irgendwelche Daten kompromittiert worden? Bewegt sich jemand hier in meinem Netz weiter? Sind hier irgendwelche Daten gerade dabei, quasi das Unternehmen zu verlassen? Und kann hier entsprechend Automated Response anstoßen, wenn ich möchte. Das soll hier nochmal diese Folie anzeigen. Wir unterscheiden, oder nicht nur wir, sondern quasi der Markt unterscheidet hier zwei Arten von Attacken. Das eine ist eben das Thema Low and Slow. Das heißt, hier habe ich jemanden, der sich in meinem Netzwerk bewegt oder das vielleicht durch eine Falschkonfiguration in meinem Netz, war ja auch jetzt Anfang der Woche sehr stark in der Presse von einem Autovermieter, durch eine Fehlkonfiguration war der Backup-Server sichtbar und plötzlich greifen externe IP-Adressen irgendwelche Daten ab. Auch das würde ich hier sehen mit dieser Lösung. Kann jetzt hier ein Ticket eröffnen in meinem Ticketsystem. Ich kann hier natürlich eine Gruppe benachrichtigen von Security-Administratoren, von Paten wie Ihnen. Und ich kann natürlich diesen Data-Feed auch übergeben in ein SIEM-System. Wir haben ja sehr viele Partnerschaften mit allen großen SIEM-Herstellern. Und ich kann auch gerne auch einen Automatisierungsprozess starten. Also hier ist jetzt Phantom und Domisto als Beispiel aufgeführt, dass ich sage, wenn in meinem Netzwerk ein neues Device erkannt wird von der Lösung, dann übergebe ich diese Informationen zum Beispiel zu einem Automatisierungswerkzeug. Der nimmt sofort diese IP-Adresse, zieht die um in ein anderes WLAN, startet irgendwelche Scans auf diese Maschine und überprüft, ob das mit den Richtlinien, mit den Policies bei mir im Unternehmen auch vernünftig übereinstimmt. Und auf der rechten Seite Fast and Destructive, also das bedeutet im schlimmsten Fall ein Ransomware, der sich gerade ausbreitet in meinem Netzwerk, dass ich jetzt hier sofort reagieren kann. Das heißt,
die Lösung von ActoHop zeigt das sofort an. Hier breitet sich eine Ransomware aus und Sie können dann hinterlegen, was hier passieren soll. Soll am Switch zum Beispiel dieser Port geblockt werden? Soll das in den Quarantänennetz passieren? Und hier haben wir auch sehr viele Partnerschaften. Also hier sind unten uns mal Cisco Palo Alto aufgeführt, aber auch andere Hersteller sind da sehr gut angebunden. Grundsätzlich ist unsere Lösung sehr offen von Anfang an programmiert worden. Es gibt eine eigene Sprache, in der ich auch eigene Detections, eigene Trigger schreiben kann und mir auch über die API alle Informationen an externe Systeme übergeben kann und umgekehrt auch empfangen kann. Ja, jetzt komme ich hier schon zum Ende. Passt ganz gut jetzt von der Zeit. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Unser Ansatz ist es eben, SOC und NOC diese Informationen in einer Plattform darzustellen. So wie wir es Anfang gesagt haben, heutzutage habe ich ja sehr viele Tools im Einsatz, um diese Sichtweise zu bekommen. Wir können das in einer Plattform darstellen, also das ganze Thema Tool-Konsolidierung oder hier Regionalization, wie es jetzt so schön heißt. Das Ganze natürlich, wenn der Kunde anfängt, Richtung Cloud zu gehen, getrieben vielleicht durch Microsoft, aber auch schon weitere Lösungen überlegt zu einer Cloud-First-Strategie, dass ich das anbinden kann. Also auch hier diesen ganzen Data-Feed in der Cloud dann sehe, entweder indem ich eine virtuelle Appliance in diese Cloud mit reinsetze, der mir diese Metadaten dann entsprechend generiert, oder auch wir haben einen eigenen SaaS-Dienst, das heißt, dann ist vor Ort gar nichts mehr, sondern wird der ganze Data-Feed auch in der Cloud ausgewertet. Und eben die Verfügbarkeit meiner Applikationen, also hier auch das Thema Cloud Migration, ist auch so ein Punkt, bevor ich was in die Cloud übergebe an Applikationen oder an Workflow, kann ich vorher sehr schön mit dieser Analyseplattform sehen, welche Kommunikationswege habe ich gerade in meinem Netz, wer greift darauf zu, welche Response-Zeiten werden gerade erwartet, und jetzt fange ich an, das Ganze zu migrieren und kann das Ganze überprüfen und dann anschließend sichtbar machen. Das Thema Threat Detection haben wir jetzt hier in der Live-Demo kurz angeschaut. Also bedeutet, ich habe hier eine Data Exfiltration erkannt, kann hier draufklicken, sehe eben dann alle Informationen dazu. Ich habe diesen File encrypted, ich kann auch die Files anschauen, ich sehe, welche IP-Adressen, welche User davon betroffen sind, und kann dann eben mit Hilfe der Lösung auch diese Investigation Steps starten. Ich habe diese Links zu diesen Frameworks und nochmal aufgeführt hier MITRE, NIST oder SysControls. Und das Ganze kann ich in einer Plattform bis zu 100 Gigabit pro Sekunde eben analysieren. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ihnen ganz kurz mal vorgestellt, wie ExtraHop funktioniert, wo wir uns positionieren. Wir selber sind jetzt in Europa knapp 30 Leute. Für Österreich ist von unserer Seite erst einmal der Channel Manager, der Helmut Deuter, für Sie der richtige Ansprechpartner. Ansonsten haben wir hier 3 RSMs, 3 Regional Sales Manager, unter anderem ich, Richard Wienicke, mein Kollege Theo und Christian, denen gerne bei den Projekten zur Verfügung stehen. Die Aero wird da gerne auch den Kontakt herstellen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, Datenblätter, Gartner Quadrant, Reports, was auch immer, eine Live-Demo oder auch mal eine Web-Session mit unserem SE zusammen, dann stehen wir da gerne jederzeit zur Verfügung. Ja, an der Stelle vielen Dank. Ich übergebe an dich, Rainer. Herzlichen Dank, Richard. Was vielleicht noch von Interesse sein kann, wir haben noch 2 Minuten, vielleicht könntest du noch kurz ein paar Worte über die Lizenzierung verlieren, so ganz grob jetzt, nur dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ja, gerne. Dazu gehe ich nochmal in dem Foliensatz auf diese technische Folie mit diesen Data, beziehungsweise hier kann man es eigentlich noch besser sehen. Genau. Also grundsätzlich benötige ich, um diesen Data Feed, den die Box bekommt, zu analysieren, eine sogenannte Discovery Appliance. Die Discovery Appliance gibt es in Hardware, virtueller oder auch als SaaS-Dienst, wenn ich das möchte, in verschiedenen Ausbaustufen. 1 Gigabit, 5 Gigabit, 10 Gigabit, 25, 50 und 100. Und da muss ich mir die richtige raussuchen. Da würden wir empfehlen, einen POC zu starten, um einfach zu sehen, welche Art oder welche Größenordnung ich brauche. Und danach richtet sich dann auch hauptsächlich der Lizenzpreis. Ein Gigabit wird so bei Listenpreis, sage ich jetzt mal dazu, ungefähr bei 60.000, 70.000 Euro starten.
Und die größte Appliance, die 100 Gigabit-Appliance ungefähr bei 1 Million. Dazwischen bewegen sich quasi die Appliance-Größen. Wenn ich die ganzen Pakete auch noch wegspeichern möchte in so einer Trace-Appliance, kommt halt hier entsprechend die Trace-Appliance dazu. Die Command-Appliance ist bei der Premium-Edition automatisch dabei. Und da muss ich eben schauen, wie viel von diesen Discovery-Appliance benötige ich. Sie sehen hier nochmal den Begriff Explore-Appliance. Also drei Explore-Appliance sind bei diesem Revel X automatisch mit dabei. Und je größer die Appliance wird, umso mehr sind da mit dabei, also bis zu 9. Das ist eben dieser Data Store, um diese Metadaten 30 Tage aufzubewahren und da drin zu recherchieren. Okay, herzlichen Dank. Gut, sind wir genau in der Zeit. Dann darf ich mich für Ihre Teilnahme bedanken. Vielen Dank nochmal an dich, Richard. Wie gesagt, für alle, die noch dazugekommen sind, wir haben ein dreistufiges Konzept für ExtraHop geplant. Heute haben wir eben die Threat Detection beleuchtet. Das nächste Thema, wir werden es irgendwann im Q2 machen, ist Visibility and Hygiene und dann im Q3 mal geplanterweise Incident Response and Forensics. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende jetzt schon und freue mich, Sie bei einer der nächsten Insights bei wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, alles Gute und auf Wiederhören.